waren wir zu schwach, dass wir es hätten halten können. Wir gingen nur den Sünden nach, kein Mensch war fromm zu nennen. Der Geist blieb an dem Fleische kleben und wagte nicht zu widerstreben. Thank you.
musste das Gesetz erfüllet werden. Deswegen kam das Heil der Erden. Des höchsten Sohn, er hat es selbst erfüllt und seines Vaters Zorn gestillt. Durch sein unschuldig Sterben ließ er uns Hilf erwerben. Wer nun demselben traut, wer auf sein Leiden baut, der gehet nicht verloren.
dem Gesetz erkennen, so schlägt es das Gewissen nieder. Doch ist das unser Trost zu nennen, dass wir im Evangelium gleich wieder froh und freudig werden. Dies nur stärket unseren Glauben wieder. Drauf hoffen wir derzeit, die Gottes Gütigkeit uns zugesagt hat. Doch aber auch aus weisem Rat die Stunde uns verschwiegen. Jedoch, wir lassen uns begnügen, er weiß es, wenn es nötig ist, und brauchet keine List an uns. Wir dürfen auf ihn hoffen.